Mein Name ist Nicola Gindele. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität in Hohenheim und bin da am Fachgebiet für Agrarinformatik und Unternehmensführung tätig bei Professor Doloschitz. Wir haben heute gemeinsam die Session Datenmanagement entlang der Prozesskette gehabt. Wir haben eingeführt in die Session mit einem Impulsreferat, wo ich berichtet habe über die technische Entwicklung in der Landwirtschaft und wie wir überhaupt zur Digitalisierung gekommen sind und dann eigentlich schon festgestellt haben, dass die Landwirtschaft eigentlich so ein Vorreiter im Bereich Digitalisierung ist, in manchen Bereichen stärker als in anderen Bereichen. Aber wir haben auch festgestellt, dass die Branche noch mit sowohl die Landwirtschaft als auch die Weinwirtschaft, auf die man viele Dinge übertragen kann, noch mit vielen Herausforderungen zu kämpfen hat, sei es jetzt irgendwie der Breitbandausbau, der eben nicht so funktioniert, wie wir das gerne hätten. Gerade in vielen Weinbergen oder auf einem landwirtschaftlichen Acker sind dann eben keine Netzabdeckungen vorhanden. Das heißt, ich kann dann keine Daten in der Cloud speichern und ich kann auch nicht auf die Cloud zugreifen. Und wenn man jetzt wieder an das Prozessmanagement entlang der Datenmanagement entlang der Prozesskette denkt, dann ist es so, dass wir mit vielen Schnittstellenproblemen zu kämpfen haben, dass die verschiedenen Softwaresysteme eben nicht kompatibel miteinander sind und dass die Hersteller oftmals versuchen, Insellösungen auf den Markt zu bringen, dass der Kunde in quasi einem Lock-in-Effekt darin gefangen ist und sich dann nur noch an einen Anbieter hält. Allerdings möchte der Kunde eigentlich oder der Landwirt eben oder der Winzer, dass er die freie Wahl hat zwischen verschiedenen Anbietern und dass eben die Systeme miteinander vernetzbar sind. Weil erst wenn ich Systeme vernetzen kann und von der Insellösung wegkomme, dann kann ich die Daten auch aus den verschiedenen Prozessen zusammenführen und dann wirklich aus den Daten meine Analysen durchführen, die Analysen interpretieren und dann auch wirklich einen Mehrwert daraus erzielen und auch mehr Wissen daraus generieren und daran dann auch meinen Betrieb weiterentwickeln und zukunftsfähig aufstellen. In der Diskussion ging es dann in erster Linie darum, was sind eigentlich so die Unterschiede zwischen Landwirtschaft zu Weinwirtschaft. Und da sind eigentlich sehr, sehr viele Parallelen. Wir haben nur festgestellt, dass in der Weinwirtschaft teilweise noch nicht mal das technische System ISOBUS an den Maschinen sich durchgesetzt hat. Also hier auch wieder ein Appell an die Maschinenhersteller der Weinwirtschaft. Sie müssen sich mehr auf die ISOBUS und die also Systeme und Standards fokussieren, dass dann eben auch die Maschinendaten übermittelt werden können an die Softwaresysteme. Und was das Datenmanagement entlang der Prozesskette entlang geht, da ist es sehr wichtig, dass es auch ganz klar ist, wie ist der Datenschutz geklärt, wie sind die Zugangsrechte auf die verschiedenen Datenbänke dann und so weiter. Hier ist große Unsicherheit, teilweise auch gerade von Seiten des Winzers oder des Landwirts dann eben. Und solange diese Unsicherheit besteht, können sich die Systeme auch in der Praxis nicht durchsetzen.